Herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, dein täglicher Nachrichtenüberblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Heute werde ich mich mal einem sehr kontroversen Thema widmen, und zwar der Frage, ist Tesla noch ein Startup? Denn häufig wird ja, wenn man Tesla kritisiert oder dessen Produkte in Frage stellt, die Antwort gegeben, ja, Tesla ist noch ein Startup, hab doch ein bisschen Verständnis. Das werde ich heute mir mal genauer anschauen, was man eigentlich unter einem Startup versteht und versuchen einzuschätzen, ob Tesla überhaupt noch eins ist. Kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich ganz gerne mit euch diskutieren möchte. Also beteiligt euch gerne über die Kommentare unter dem Video daran. Vielleicht mache ich dazu auch mal irgendeinen Livestream oder eine Diskussion, denn das ist etwas, was ich schon interessant finde. Denn wenn andere Tesla kritisieren, wird häufig diese, aber es ist ja noch ein Start-up-Karte gezogen. Da kann man ja gar nicht erwarten, dass es alles Gute macht und im Vergleich zu den anderen Autoherstellern entsprechend, ich sag mal, erwachsen reagiert. Ich habe mir das Argument jetzt in den letzten Monaten sehr häufig angeschaut und heute überlegt, ist Tesla überhaupt ein Startup? Insofern habe ich mir mal rausgesucht bei Wikipedia, was eigentlich als Startup definiert wird, und möchte das ganz gerne mit euch diskutieren, denn das ist natürlich nicht eindeutig, dass man sagen kann, ein Startup ist ein Unternehmen, was maximal 5 Jahre alt ist und ab dem 5. Jahr und einem Tag ist es kein Startup mehr. Also müssen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, was sich eigentlich hinter dem Begriff Startup verbirgt. Und hier bei Wikipedia steht drin, dass ein Start-up-Unternehmen oder auch kurz Start-up ein relativ neuer Begriff ist. Insofern gibt es natürlich dann auch nicht so viele feste Regeln. Es bezeichnet aber ein junges Unternehmen, das vor allem durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet wird. Es hat eine innovative Geschäftsidee bzw. Problemlösung, und die Unternehmensgründung erfolgt mit dem Ziel, stark zu wachsen und einen hohen Wert zu erreichen. Das haben wir ja beides bei Tesla. Wir haben eine innovative Geschäftsidee, nämlich Elektroautos zu bauen, die nicht nur in der Stadt fahren, sondern eine wirkliche Reiselimousine zu bauen. Es ist eine Problemlösung, ganz klar, die Lösung des Mobilitäts, des Umwelt-, des Schadstoffproblems. Und die Unternehmensgründung erfolgt mit einem Ziel, stark zu wachsen und einen hohen Wert zu erreichen. Denn Tesla hat ja eine sehr große Vision, sie möchten sozusagen eine Delle ins Universum hauen, sie möchten sehr große Ziele erreichen, nicht nur die Mobilität verändern, sondern auch entsprechend die ganze Welt verändern. Also ich denke, wenn wir uns diese beiden Punkte anschauen, dann können wir ganz deutlich sagen, dass Tesla ein Start-up-Unternehmen ist. Jetzt habe ich so bei den Firmen, die ich mir angeschaut habe, die mal ein Startup waren, festgestellt, dass es häufig so ist, dass in dem Moment, wenn die Firma diesen hohen Wert erreicht hat, sie nicht mehr als Startup genannt oder bezeichnet wird. Also es heißt, wenn zum Beispiel die Firma an die Börse geht, dann ist es häufig so, dass man dann aufhört, von einem Startup zu sprechen, weil es natürlich auch aus marketingtechnischen Gründen durchaus sinnvoll ist, ab einem bestimmten Punkt einfach zu sagen, die Firma ist jetzt reif, also die Firma ist eine Firma und kein Startup mehr, um mehr Investoren an Bord zu bekommen. Das heißt, wenn wir uns das angucken, Tesla ist ja an der Börse, Tesla ist, soweit ich weiß, 2010 sogar an die Börse gegangen, also schon seit über 7 Jahren an der Börse, wäre Tesla kein Startup mehr. Aber lasst uns mal kurz gucken, wie Tesla sich überhaupt entwickelt hat, nur um den zeitlichen Begriff ein bisschen enger einzugrenzen. Also Tesla ist ja 2003 gegründet worden. Das heißt also, wir sprechen gerade von dem 16. Jahr, in dem sich die Firma seit ihrer Geschäftsgründung befindet. 16 Jahre, also 15 Jahre seit der Gründung, finde ich, ist schon ein sehr langer Zeitraum, auch wenn es natürlich Automobilfirmen gibt, die 100 Jahre älter oder noch älter sind. Aber nichtsdestotrotz, bei 16 Jahren kann man eigentlich nicht mehr vom Start-up reden. Man sagt ja auch nicht zu einem 16-jährigen Baby, sondern man sagt zu ihm, er ist ein Teenager. Natürlich war es so, dass Tesla nicht
Punkt 2003 das erste Auto auf den Markt gebracht hat. Ganz im Gegenteil, es hat etwas gedauert, bis das erste Auto auf den Markt gekommen ist. Und zwar war das 2005. Dort ist der Tesla Roadster, der erste, mit Lotus zusammen entwickelt worden. Das heißt also, Tesla baut seit 2005 Autos und ist dementsprechend im 14. Geschäftsjahr seiner Autoherstellerkarriere. 14 Jahre finde ich auch nicht gerade kurz. Das ist schon ein relativ langer Zeitraum. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Tesla Roadster wird nicht mehr gebaut und ist entsprechend auch nicht etwas, wo sich Tesla weiterentwickeln konnte. Also schauen wir uns doch einfach mal an, welche Modelle seit wann gebaut worden sind. Man muss natürlich deutlich sagen, nach der Entwicklung des Tesla Roadsters, der ja wie gesagt in enger Zusammenarbeit mit Lotus entwickelt worden ist, hat Tesla angefangen, sein echtes, erstes eigenes Auto zu bauen. Und zwar ist das 2012 gewesen, das Model S. Das heißt also, das Model S wird bereits seit 2012 gebaut, also seit 6 Jahren. Dementsprechend könnte man auch davon ausgehen, dass 6 Jahre doch dazu ausgereicht haben, das Auto deutlich zu verbessern. Ich will Tesla natürlich nicht absprechen, dass in diesen 6 Jahren viel passiert ist. Also nur, dass ihr mich richtig versteht. Von den ersten Model S, die Entwicklung zum heutigen Model S ist deutlich zu spüren. Was ich allerdings in Frage stelle, ist, ob in diesem Zeitraum wirklich der, ich sag mal, Start-up-Stempel noch gerechtfertigt ist. Denn auch wenn die Entwicklungszyklen in der Automobilindustrie relativ lang sind, man spricht ja hier so von 4 bis 8 Jahren, so ist doch das Model S quasi mit am durch den Kunden die ganze Zeit weiterentwickelt worden. Und jetzt nach 6 Jahren sollte auch dieses Auto so ausgereift sein, dass mit einer gewissen Fehlertoleranz die Autos entsprechend zuverlässig und auch mit einer entsprechenden Qualität beim Kunden gelandet sind. Inwieweit das der Fall ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Also nur, dass ihr mich richtig versteht. Ich weiß, dass ich ein Tesla Model S habe, was ungewöhnlich viele Fehler hat. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich weiß, dass es viele Model S gibt, die keine Fehler haben sollen. Aber ich weiß eben halt auch, dass es doch eher die Regel ist, dass zumindest irgendeine Kleinigkeit an den ausgelieferten Model S oder X nicht korrekt ist. Und deswegen eben halt die Diskussion. Ich möchte jetzt auch gar nicht Tesla direkt angreifen, sondern ich möchte einfach in Frage stellen, ob es noch gerechtfertigt ist, nach so vielen Jahren Produktion, wie gesagt, Model S seit 2012, seit 2012 wird das Model S produziert, dass dann solche gravierenden Fehler passieren könnten. Und ich denke mal, dass Tesla hier gerade das Problem hat, ein sehr schnell wachsendes Unternehmen zu sein und dass die Strukturen doch eher, ich sag mal, chaotisch sind, was ich so als Kunde mitbekomme. Denn ich habe jetzt auch keine Insider-Informationen von Tesla. Ich kann einfach nur das sehen, das bewerten, was ich als Kunde mitbekomme. Und da sehe ich immer, dass teilweise häufig wechselnde Mitarbeiter im Beratungsbereich, im Servicebereich sind. Ich sehe, dass E-Mails nicht beantwortet werden, dass Telefongespräche nicht angenommen oder Gespräche, die auf dem AB gelandet sind, nicht beantwortet werden. Ich sehe, dass es zum Beispiel Schwierigkeiten gibt, einfach eine Rechnung auszustellen, weil das irgendwie eine zentrale Stelle in Amerika machen kann, dass man Schwierigkeiten hat, einen konkreten Preis für einen Gebrauchtwagen zu ermitteln, weil das ein total komplizierter Prozess ist. Also ich sehe als Kunde da doch erstaunlich viele Schwierigkeiten, die ich, und da muss ich den Leuten zum Thema Startup recht geben, eher beim Startup vermuten würde. Und wenn ich mir anschaue, wie Tesla mit seinen Kunden umgeht, wie die Situation ist, dann muss ich sagen, es ist ein Startup. Nur ein Startup kann eigentlich solche Probleme haben. Ein gewachsenes Unternehmen mit den entsprechenden Strukturen sollte es nicht mehr haben. Insofern denke ich, wenn man sagt, Tesla ist ein Startup, dann ist das gar kein gutes Argument, dann ist das gar kein
Argument, mit dem man etwas entschuldigen kann, sondern es zeigt einfach eine Situation, in der Tesla gerade ist. Und das Entscheidende ist, dass jetzt entsprechend Strukturen geschaffen werden, die dann auch wirklich die Grundlage bieten können für die Massenproduktion. Denn bisher hat Tesla, obwohl ich glaube 250.000 Autos mittlerweile ausgeliefert worden sind, im Vergleich zu den großen Herstellern immer noch einen sehr kleinen Anteil und ist, wenn man das in der Relation zur Branche sieht, noch kein Massenhersteller, sondern ein Nischenhersteller. Möchte Tesla aber wirklich in die Masse gehen, und das ist ja genau das Ziel mit dem Model 3, dann wird es dringend erforderlich sein, dass die Strukturen nicht mehr Start-up-Niveau haben, sondern Unternehmensniveau, damit das überhaupt bewältigenbar ist. Insofern möchte ich vielleicht die Diskussion damit ausklingen lassen, dass wir Tesla anrechnen müssen, dass es eindeutig ein Start-up in dem Bereich ist, wenn es um die Innovation geht und ja auch den Umgang mit Marketing und den Kunden. Wir müssen auch feststellen, dass es ein Start-up ist, was all die Chaos-Thematiken, die Probleme innerhalb des Unternehmens angeht. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, dass aufgrund des Zeitraums, den Tesla jetzt am Markt ist, den Tesla auch Autos schon produziert, mittlerweile nicht mehr von einem Start-up gesprochen werden kann. Auch auf der finanziellen Seite, nämlich dem Börsengang und dem starken Wachstum, das Erreichen hoher Ziele, ist Tesla schon sehr weit vorangekommen. Insofern vielleicht einfach für alle die, die die Start-up-Entschuldigungskarte immer ziehen, überlegt mal, ob auch für euch Tesla noch ein Start-up ist oder ob das einfach nur eine, ich sag mal so provokant billige Entschuldigung ist oder ob Tesla hier dringend Unterstützung braucht, damit es aus diesem Start-up-Chaos raus in die normale Unternehmensreaktion, in die Unternehmensabläufe kommt. Ich sehe es als meine Aufgabe als Kunde, Tesla da so weit zu unterstützen wie irgend möglich. Insofern habe ich hier mein Feedback an Tesla weitergegeben, um hier in Zusammenarbeit mit dem Store Manager vor Ort aus Kundensicht ihm Tipps zu geben, wie die Strukturen besser aufgebaut werden könnten. Ich sehe, dass Tesla Hamburg, das kann ich ja nur beurteilen, hier auf einem guten Weg ist, aber auch noch einen weiten Weg vor sich hat. Das sind meine Gedanken zum Thema, ist Tesla ein Start-up oder nicht? Ich bin wirklich gespannt auf deine Antwort. Ich hoffe, dass wir hier eine gute Diskussion über die Kommentare führen können, um das mal zu beleuchten. Denn es ist wirklich schwierig. Man kann nicht sagen, Tesla ist ein Start-up oder nicht, weil es eben halt dafür kein wirklich konkreten Punkt gibt, konkrete Rahmenbedingungen, sondern das ist so ein bisschen weich. Aber ich dachte, das ist ein interessantes Thema. Insofern freue ich mich, wenn ihr mit mir diskutiert und werde so schnell wie möglich die Kommentare dann auch beantworten. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder du die Diskussion gerne weiter verfolgen willst, abonniere meinen Kanal, stell die Benachrichtigung ein, gib mir einen Daumen hoch. Und dann bekommst du morgen wieder um 18 Uhr ein neues Video vom e-Auto-Vlog mit den neuesten Nachrichtenüberblick über die Elektromobilität. Ich freue mich auf dich. Bis morgen, dein Dirk Henningsen.